Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir sind hier, wo waren wir jetzt letztes Mal stehen geblieben? Genau, wir mussten ja hier zu Slayton, genau. Wir waren ja für die Constellation unterwegs und mussten hier einen Deal abwickeln. Was uns jetzt die Ausreise verwehrt, da ist mir ein Feind markiert. Warum? Warum werden die mir jetzt als Feind markiert? Ich verstehe gerade nicht. Stufe 14, okay. Riley? Willkommen bei Slayton Aerospace. Wie kann ich helfen? Ist Nicholas Slayton zu sprechen? Ich befürchte, Mr. Slayton ist sehr beschäftigt. Es wird gar nicht lange dauern. Es gab nur ein Missverständnis zwischen uns beiden. Vielleicht ist es noch möglich. Mal sehen. Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. Ja, kenne ich. Handel, ich habe ein vielversprechendes geschäftliche Angelegenheit mit Mr. Slayton zu besprechen. Vielleicht kann ich euch zwischenschieben. In diesem Fall können wir eine Ausnahme machen. Mr. Slayton hat jetzt Zeit. Der Aufzug ist da drüben. Ja. Gut, perfekt. Dann gehen wir mal darüber. So. Wende dich bei Fragen an den Empfang. Ich finde es gerade trotzdem interessant, dass die mir alle hier als Feind direkt angezeigt werden. Ich hoffe, mich versteht man eigentlich gut. Wir sind noch nicht ganz oben. Er hat uns bemerkt. Walter. Erst bestiehlst du mich, dann brichst du bei mir ein. Ziemlich gewagt. Aber damit werde ich fertig. Ach, wir sitzen fest. Hallo, Walter, Liebster, hörst du mich? Issa? Es hat etwas gedauert, aber jetzt hat mir einer von Slaytons Sicherheitsberatern Zugriff gegeben. Hab ihn geschmiert. Gut, der Weg ist frei. Halt dich einfach an ihre Anweisungen, sobald die Türen aufgehen, okay? Alles klar, ich befolge ihre Anweisungen. Nein, der Aufzug ist jetzt meine Welt. Hier errichte ich mein neues Reich. Nun, vielleicht können mein holdes Weib und ich eure Majestät vor dem sicheren Tod retten. Los. Die Türen öffnen sich in 3, 2, 1. Vorsicht, Slaytons Wachen und Angestellte sind überall. Über das Lüftungssystem könnt ihr euch unbemerkt bewegen. Rechts neben dem Aufzug ist eine Abdeckung. Muss ich so unterwegs sein jetzt? Nach da hinten muss ich hin, oder wie? Ich hoffe, ihr könnt mich aber gut verstehen. Ich hatte wieder mal viel mit der Audio experimentiert. Und bei meinem Morrowind Let's Play ist mir blöderweise beim Schneiden nicht aufgefallen, dass man mich gar nicht versteht. Und da hatte ich jetzt blöderweise einige Folgen gemacht. Also einiges schon vorproduziert, weswegen dann ist nicht so gut gelaufen ist mit den Folgen. Die Security ist in höchster Alarmbereitschaft. Schleichen kommt nicht mehr in Frage. Ihr müsst euch durchkämpfen. Jetzt habe ich Mist gebaut, okay. Ich wusste jetzt nicht, greifen die mich an oder nicht? So, ein Nein, ich will den Digi-Dietrich. Glaube hier jetzt, also Punkt aus Ende. Da haben wir noch einen Redstick und da hinten haben wir auch noch einen. Luftbefeuchter brauchen wir nicht. Ich hoffe, jetzt ist es aber mit der Audio-Lautstärke bei mir in Ordnung. So, was haben wir hier? Damit kommen wir hier nicht weit. Ich glaube, das wäre so. Und
der so. Dann heißt es die beiden. Einmal hier und hier. Nice. Haben wir noch mehr Muni für... Komm, wir benutzen den hier mal. Den haben wir... Nee. Der sieht auch nice aus. Nehmen wir mal mit. Brauchen wir nur noch einen Hehler für... kann ich nicht aufmachen? Ich weiß... Ich habe hier oben vergessen aufzumachen. So. Hier können wir auch noch mal looten. Warte, Kratzstick und Muni. So, warte mal, die können wir ja doch direkt nehmen, oder? Ne, können wir nicht. Ich muss schon dadurch, okay. Yo! Alter, wie geil ist die Waffe, bitte? Roboter Modell S? Der kommt ja eh nicht an uns ran. Hier nicht. Ist keine Tür. Also, wie öffne ich das jetzt hier? Die Waffe ist ja mega. Mit dem Computer vielleicht? Niemand? Hä? Mit dem Computer öffne ich es auch nicht. Schalter. Ah, okay. So öffne ich es hier. Wartet, ich versuche den Roboter zu deaktivieren. Geschafft. Sie verschlüsseln die Protokolle. Nochmal klappt das nicht. So, einmal verbrannt. Töte 20 Gegner mit einer Laserwaffe. Ich nehme mal alles mit. Reaktives Messgerät könnten wir vielleicht sogar gebrauchen. Sonst erkenne ich jetzt nichts, was wir hier gebrauchen könnten. Push. Ui. Die Laserwaffe ist ja mega. Ich mag's nicht. So, den haben wir auch noch. Hier war noch gerade irgendwo jemand. Oh, bisschen was für die Gesundheit machen. Wo sind sie alle hin? Das ist es nicht wert. Also, die abhauen wollen, die lasse ich am Leben. Die anderen nur, die auf mich schießen, die mache ich kaputt. Da sind sie. Ich bin raus. Hä? Der geht dahin und boxt einen Roboter.
Level 18, nice. Das mit Xbox, das muss ich gleich mal ändern. So. Ach so, ich sehe da gerade mal was. Ich muss mal eben ganz kurz was ändern. Ich habe wieder was vergessen zu machen. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Die Kamera muss ich ein bisschen höher setzen. Was ist denn das denn? Hä? Dem abgeht, aber wo kommt der Stein jetzt auf einmal daher? Ich will jetzt aber eben einmal ganz kurz gucken. Gibt es hier irgendwas, was ich jetzt übersehen habe? Geodenskulptur? Hier gibt es sonst nichts. Was ist zwecklos? Wer will ich jetzt drauf? Jetzt gehörst du mir! Ui, nochmal Waffen. Und Muni. Perfekt. Nice, dass ich jetzt hier auch nochmal hingegangen bin. So. Neura Jack nehmen wir auch mit und Trauma Pack. Brauchen wir alles. Schreibtisch-Aquarium. Sieht ja cool aus. So, was haben wir hier? Nix. 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 Eröffne das Feuer! Rennt er einfach weg. Aber er hat auf mich geschossen. Deswegen muss er drauf gehen. Wie geht das hier hin? Ah, okay, hier sind wir. So, und noch einmal kurz zurück. Ich will jetzt. Du bist tot! Hörst du? Ach so. Mitarbeiter, okay. Den lasse ich doch noch am Leben. Wenn die Flucht ergreifen, die können gehen. Habe ich kein Problem mit. Apropos, warte. Wir haben ja hier wieder einen Skillpunkt. So. Wo war denn der? Mit den Laserwaffen. Hier. Den haben wir ja geschafft. Den haben wir auch geschafft. Den hier haben wir nicht geschafft mit Pistolen. Haben wir eine Laser? Ups. Wir haben ja eine Laser. Wir haben eine normale Pistole. Würde ich die mal auch benutzen wollen? Ich pack's nicht! Die Tür da sollte euch nach draußen bringen. Ach, jetzt auf einmal schießt ihr? Es gibt da mehrere Stege, die direkt bis unter die Schiffe fallen. Wenn die jetzt anfangen, auf mich zu schießen, dann habe ich jetzt kein Mitleid mehr. Dann, wenn die wirklich anfangen, auf mich zu schießen, dann mache ich die alle kalt. Punkt. Ich wollte die verschonen. Also, jetzt sind wir selber schuld. Aber dass die alle auch bewaffnet sind hier. Das ist zwecklos. Ich bin. Punkt. Ende. Also. Machen wir. Okay, die Erfahrungspunkte nehme ich auf jeden Fall alle mit. Die haben auch alle Credits. Die haben alle Geld.
Geht das denn hin? Ich würde sagen, der? Und der würde Sinn machen. Dann so wie der mit dem hier. Hier haben wir wieder Cred Stick, nice, 299. Gut. Hier komme ich noch nicht durch, okay. So. Jetzt habe ich dich. Die wollten mich angreifen, also Ripshank. Wo ist deine Waffe? Ja, ich kann das nicht. Ich mache jetzt alle hier fertig. Das sind aber auch wirklich viele hier. Das müsste hier noch irgendwo sein, von denen. Unzugänglich. Auch unzugänglich, weil das verschlossen ist. Kommt man sonst irgendwie da rein? Was sind das da? Sterile Nanoröhre. So, ich muss mal eben einen Schluck trinken. Ich habe ein bisschen kratzigen Hals. Was haben wir da? Outfit-Labortel. Und noch ein Drahtspule. Jemand an mir vorbeigelatscht? Das ist es nicht wert! Die sind da drinnen. Ich bin hier raus! Wolltest du dich verstecken? Die will ich hier raus und sagt mir, ich wollte mich verstecken. Läuft bei dir auf jeden Fall. Digi-Dietrich, nice. Unzugänglich, wie mache ich das jetzt auf? Was soll denn das mit dem Stein hier? Ist das mit Absicht? Ist das ein Fehler? Ich hätte gerne eine Antwort drauf. Ich bin raus. Die sind schon da drin, okay. Ach, da unten sind sie. Gut. Wahrscheinlich hier. Dann bin ich neugierig, wie wir hier jetzt weiterkommen. Wunderschöne Ladebildschirm. Klettere den Trade Tower hoch. Ja, da glaube ich. Na also, jetzt aber! So, komm. Autsch. Ich hab's gespürt.
Hier unten, ne? Ich nehme trotzdem alles mit. Da können wir so viel verkaufen eigentlich von. Und ich weiß, ich bin überladen gerade. Finden wir eh gleich raus. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier hoch müssen. Ja, aber können wir dann wirklich hier Stroud als unseren Begleiter dann mitnehmen, auf unser Schiff packen? Scheiße, das mach ich nicht mit. Das macht er nicht mit, hä? Wo ist er hin? Hier geblieben. Winsel um Gnade. Die Erfahrungspunkte wollte ich haben, hallo? Jetzt dürfte hier keiner mehr sein, ne? Außer meine Ausdauer, die am Arsch ist. So ein bisschen langsamer laufen. Dann wird. So, jetzt können wir ein bisschen schneller wieder. Und dann hier hoch. Wieder ein bisschen langsamer. Da muss ich hin. Okay. Ich wollte schon sagen, wo ist denn das Symbol, wo ich hin muss? Slayton Aerospace. Rein da. Stelle Nicholas Slayton zur Rede. Stroud hinter mir? Ja. Warum der auch immer unbewaffnet war? Ihr landet direkt bei den Aufzügen für die Chefetage. Ich rufe den am anderen Ende. So gelangt ihr nach oben. Da ist er. Ja, komm, hoch, hoch. In Momenten wie diesen liebe ich es einfach, in Neon Geschäfte zu machen. Ihr stehlt mein Eigentum. Ich halte euch in der Stadt fest. Ihr schleicht euch in mein Büro. Ich riegle es ab. Was für ein Showdown. Ich schicke die Wachen weg, Slayton, und gib mein Schiff frei. Angreifen, du hast dich mit der falschen Person.
Macht dir das Spaß? Dir nicht? Irgendwo in deinem Geist, jenseits des Adrenalins und des Tunnelblicks, genießt du diese Situation. Das ist ganz normal. Naja, als jemand, der nur ein Videospiel zockt, ja, genieße ich das, macht das Spaß. Aber wenn man das mal so in Real Life so mal rüberdenkt, das kostet einfach Menschenleben. Das war einfach unnötig. Ihr habt mein Eigentum. Und ich das eure. Das nennt man wohl ein Patt. Allerdings sind wir in der Überzahl. Ihr seid Geschäftsleute, du und Walter. Sicher könnt ihr euch einigen. Deine Söldner haben uns nicht aufgehalten. Denen solltest du nicht trauen. Eine gewagte Aussage, die unser Patt aber nicht auflöst. Vielleicht kann ich helfen. Wir sind beide Geschäftsleute, Nikolaus. Sogar im gleichen Bereich. Ja, ich sehe das Potenzial. Allerdings gibt es da noch ein kleines Detail. Mr. Musgrove wurde gefangen genommen. Er ist mein ehemaliger Angestellter und der Dieb, der für unsere Begegnung verantwortlich ist. Es wäre zum Vorteil unserer neuen Partnerschaft, wenn ihr über seine Strafe entscheidet. Wir könnten ihn also gehen lassen. Er ist ein Dieb und sollte an die Behörden übergeben werden. Du willst ihn tot sehen, ist doch klar. Ich beuge mich eurem Urteil. Ihr habt mehr als einmal bewiesen, dass ihr nur eurem eigenen Willen folgt, nicht meinem. Musgrove wurde in mein Büro gebracht. Wenn ihr euch wiederseht, schließt sich für euch der Kreis. Wir können das Leben dieses Mannes verschonen, auch wenn er uns wohl nicht verschonen würde. Aber das tut nichts zur Sache. Also, ich hätte schon gern ihn hier jetzt weggeknallt, aber ich will jetzt die Quest rum mitnehmen. So. Musgrove. Oh nein. Ah, er. Ihr. Slayton hat wirklich einen kranken Sinn für Humor. Er will, dass ich über dein Schicksal entscheide. Warum hast du das Artefakt gestohlen? Erzähl mir alles. Nach 10 Jahren in der Raumfahrttechnik hat man mich einfach gefeuert. Was soll ich da anderes machen? Die versprechen einem, dass man es mit Talent und Fleiß weit bringen kann. Doch in Wahrheit geht es nur darum, wer am besten und am meisten stiehlt. Er will, dass ich über dein Schicksal entscheide. Bitte, ich wollte bloß etwas verkaufen, okay? Das ist doch ganz normal. Sei nachsichtig. Auch wenn wir jetzt mit dem Bestohlenen zusammenarbeiten, hat seine Aktion uns genutzt. Wir lassen dich gehen, verschwinde aus Neon, solange du kannst. Alle stehlen, du wanderst in den Knast, weil du erwischt wurdest. Du bist eh tot, ich mache es kurz und schmerzlos. Nein, wir lassen ihn gehen. Ich? Danke. Ich bin da eher Gnade gegen Slayton. Erlebt man in dieser Stadt nicht oft. Also gut, ich kläre das mit den Behörden. Ihr könnt gehen. Gehen wir. Reden wir auf dem Schiff. Hä? Ich verstehe ihn nicht. Hä? Ich kann mir sein Questick einfach gönnen. Okay. Nehme ich mal alles mit. Ich verstehe ihn nicht. Aber okay, dann, wenn wir jetzt gehen können, ich gehe dann mal, würde ich sagen. Hat er nicht noch irgendwie was vor? Ich glaube, Musgrove wird auch gleich irgendwann drauf gehen. Hier ist schon alles hinüber. Ich glaube auch den falschen Weg. Doch nicht? Hä, wo muss ich hin? Wo muss ich hin?
Jetzt erstmal, wo muss ich hin? Ah, okay. Sorry, dass ich einige von euch niedergeschossen habe. Ja, ich wollte eh gehen, also. Die laufen hier immer noch wie so aufgescheuchte Hühner rum. Hey, was hast du hier zu suchen? Ich will doch nur gehen. Wenn ich wüsste, wo. Geh einfach, okay? Ja, wo? Ach, hier oben. Hier ist Zutritt verboten. Ja, wo muss ich hin? Hey, was hast du hier zu suchen? Hä? Ernsthaft, wo muss ich hin? Geh einfach, okay? Muss ich hier runterspringen? Tatsächlich. Ich muss hier einfach runterspringen. Okay. Sehr kompliziert. So, Lobby. Ich guck mal, wo ich mal die Waffen verkaufen kann. So. Irgendwo bestimmt. Hier in Neon gibt es ja bestimmt irgendwo noch einen Waffenhändler. Oder einen Verkaufsautomaten. Appsite, Open, Terra Brew. Sprout und Eklund, hier haben wir das. Und da haben wir es. Dann gehen wir mal hier gucken. So, was hast du hierzu zu sagen? Falls du Fragen zu unseren Raumschiffen hast, sprich mich gerne an. Im Namen von Stroud Eklund heiße ich dich in unserem Showroom willkommen. Wir sind stolzer Branchenführer in der Produktion von Raumschiffen. Unsere bahnbrechende Technologie verleiht uns einen beträchtlichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Du kannst dein Raumschiff an unseren kinderleicht zu bedienenden Automaten konfigurieren. Und wenn du Fragen hast, helfe ich jederzeit gerne. Das nenne ich mal eine Verkaufsansprache. Schön, dass du Spaß hattest. Sieh dich gerne in unserem Showroom ich jetzt nicht um. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Hast du jemals Walter Stroud getroffen? Er war schon ein paar Mal in Neon, aber ich hatte bisher nie mehr als ein paar Minuten lang die Ehre, ihn zu sehen. Hier neben mir ist er. Was ich aber sagen kann, Mr. Stroud wird von den Medien völlig verkannt. Er ist ein rationales Genie mit einer einzigartigen Zukunftsvision. Arschkriecherin. Wie lange arbeitest du schon für Stroud Eklund? Ich arbeite erst seit 2 Jahren hier. Davor war ich bei Aberon im Vertrieb tätig, aber das war einfach gar nichts für mich. Ich konnte mich einfach nicht mit dem Klientel identifizieren, das Waffen kauft. Aber Raumschiffe haben mich schon immer fasziniert. Für Ryujin zu arbeiten, hat durchaus seine Vorzüge. Aber obwohl ich es mehrfach beantragte, wurde ich nicht zu Taiyo Astroneering versetzt. Tja, und jetzt bin ich hier. Was kannst du mir über Issa Eklund sagen? Als ich mich hier beworben habe, wusste ich nicht, ob es wirklich die richtige Entscheidung ist, Ryujin zu verlassen. Ich war nervös. Issa persönlich hat meine Bewerbung genehmigt, mich in die Arme genommen und mir gesagt, ich soll meinen Träumen folgen. Sie ist wirklich eine erstaunliche Frau voller Empathie. Absolut einzigartig in der kalten Geschäftswelt. Einen wunderschönen Tag noch. Okay, hier ist er. Wollt ihr euch mal unterhalten? So,
Ich kann hier Schiffe anpassen. Ship Services. Schiffe zeigen, modifizieren. Schiffe kaufen. Okay, der Privateer. Die Galileo. Den Narcissus. Gibt's hier wieder? Gibt's hier noch mehr? Crew 6. Was ist das denn bitte für ein Schiff? Alter. Sind das die Tanks? Was ist das? Okay. Und der Tribuchet. Der ist am heftigsten. Ist auch einfach mal 260.000 wert. So viel Geld habe ich nicht. Gut, gehen wir mal weiter. Ich suche jemanden, der Geld hat, der die Sachen annimmt, die ich jetzt habe im Inventar, die ich nicht mehr haben will. Wenn jetzt hier noch ein Verkaufer drin. Also, ich dachte, da wäre jetzt was Neues. Apropos Verkaufsautomat, vielleicht finden wir jetzt gerade noch einen. Hier, Neon hat doch auch so einen Verkaufsautomaten, oder nicht? Früher hatte ich noch einen richtigen Job. Was? Früher hast du noch einen richtigen Job? Und dann hast du einen Pfeil ins Knie bekommen, ne? Oh, keine gute Idee. Wo war denn hier der Verkaufsautomat? Also ich will jetzt nicht zum Verkaufen zu Dings hier gehen. Warte, drinnen könnte der sein. Dass da... Ja, das sieht danach aus. Handelsaufsicht Automat, genau. So. Ich habe hier Waffen. So. Jetzt hat er nicht mehr das Geld dafür. Doch, hat er noch. Kurz gedacht, er hätte jetzt nicht mehr das Geld dafür. Wohl gleich hat er nicht mehr das Geld. So, jetzt hat er nicht mehr das Geld dafür. So, Muni behalten wir definitiv alles. Security-Wache. Sieht auch irgendwie cool aus, aber brauche ich nicht. So, werfbare Items, Hilfe, Notizen, Ressourcen. Habe ich die einfach eingesammelt? Sonstiges, die Dietriche. Ui, da hat's viel geruckelt. Wir sind zumindest nicht mehr überladen. Aber wirklich mal zusehen, dass ich das Schiff hier mal ein bisschen wieder umbaue. So,
Moment mal, warte. Hallo. Ach, sie ist jetzt auch hier unterwegs, weil ich hier den Sam Cohen dabei habe. Hey. Hi. Was gibt's? Ja. Ja. Da. Nee, wo geht's nochmal nach oben? Hier, weil ich ihn habe, ist sie auch mit dabei. Seine Kleine. Und halt Walter, der jetzt hier irgendwie ein bisschen chillt. Was cool wäre, ist, wenn man hier so Treppenhäuser auch noch bauen könnte, statt Leiter. Dass man einfach mit einer Treppe nach oben kann. Aber okay, wir haben jetzt alles. Weswegen wir hier hinten gehen sollten oder wollten. So. Ein Deal mit dem Mann, der uns töten wollte. Hoppla, jetzt habe ich übersprungen. Okay. Wir haben das Artefakt. Alles andere ist unwichtig. In dieser Stadt gibt es nur furchtbare Leute, die sich Furchtbares antun. Ihr seid ein hübsches Paar, du und da. Nee, alles andere ist unwichtig. Auch so. Dieses Leben passt zu uns, oder? Das war ein großer Erfolg. Danke, dass ich den neuesten Stern am Himmel der Constellation begleiten durfte. verzeih das Wortspiel. Okay, jetzt kann ich abheben. Hebe von Neon ab. Okay, jetzt muss ich das sogar. 10.000 Credits hinzu. Nice. Auf zu den Sternen. Raketen aktiv. Orbit stabil. Ihr besitzt etwas, auf das ihr kein Recht habt. Ihr habt eine Chance, das Artefakt zu übergeben und euch von diesem Weg abzuwenden. Sonst töten wir euch. Was? Oh, diesen Schiffstyp kenne ich nicht. Identifiziert euch? Was die Artefakte sind. Wozu dienen sie? Habt ihr sie erschaffen? Warum habt ihr mehr Anspruch darauf als die Menschheit? Genau diese Fragen dürfen wir euch nicht beantworten. Gebt eure Wissbegierde auf oder geht daran zugrunde. Sagt uns wenigstens, wer ihr seid. Je mehr ihr wisst, desto mehr Unheil richtet ihr an. Sollte dieses Wissen gefährlich sein? Wir müssen auf Abstand zu euch bleiben. Wir schreiten nur ein, weil wir es müssen. Die Scans behagen mir nicht. Die Energiewerte dieses Schiffs sind außergewöhnlich. Fahren wir den Grafantrieb hoch? Das könnte klappen. Volles Ausweichmanöver, verschwinden wir von hier. Ich gebe das Artefakt auf, sie können es haben. Ich mache gerne Staub aus ihnen. Ich weiß jetzt nicht, wir hauen mal lieber ab. Wir schaffen das. Festhalten! Das,
Stufe 30, super. Was ist das aber für ein Schiff? So, schnell dahin. Nein! Schnell! Stufe 30 war der. Keine Ahnung, wie es dir geht, aber diesen Stern unterhöre ich zum ersten Mal. Alter, labert nicht alle so gleichzeitig. Schlägt gerade Funken. Wir müssen uns unverzüglich bei der Loge sammeln. Noel soll unsere Scans von diesem Schiff analysieren. Alle sollten davon erfahren. Ja, ich will auch gern wissen, was war denn das jetzt gerade? Also, wir landen direkt, wir landen direkt am Hafen, würde ich sagen. Vor allem, was war das für ein Schiff? Also, sah definitiv anders aus als alle anderen Raumschiffe hier. Und da stellt sich mir eigentlich eher die Frage, wie landet man so ein Schiff? Willst du irgendwas abladen? Die Hand. Ne, ich möchte hier verkaufen. Ich habe hier noch ein paar Waffen. Wie. Ich glaube, ich gebe die lieber ab. Achso, der hat ja auch kein Geld. Würde ich aber den behalten. Das ist ja Fiscal Quarter. Ist ein besserer. Jetzt auf sich sucht immer. So, warte. Favorit. Dann nehme ich den. Ich finde es so schade. Ja, der Automat hat kein Geld. Boah, ich bin neugierig. Was war das denn jetzt eigentlich wirklich für ein Schiff? Was sind da für Lebewesen? Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Okay. Kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. Ja, aber gut, dann. Einmal zur Loge, das einmal aufklären. Irgendjemand wird dann eine Antwort kriegen. So. Genau, Master Strict. Also ich habe da jetzt einen Haufen Fragen, definitiv. Eine Million Fragezeichen im Kopf. So. Apropos, wir haben ja immer noch nicht unseren Skillpunkt hier verteilt. Und ich bin tatsächlich, ich würde das hier vielleicht mal anfangen zu machen. Wir werden auf jeden Fall über 200 Level brauchen werden. Aktivitäten spricht man da an Andrea. Was muss ich jetzt mit Andrea bequatschen? Sprich mit Barrett. Okay, ich muss jetzt mit jedem einmal quatschen, glaube ich. Gut, ich quatsch einmal mit jedem, der hier irgendwo vielleicht
sein sollte. Das war unter Aktivitäten hier. Sprich mit Barrett, sprich mit Andrea, sprich mit Hamza, sprich... Ich muss jetzt mit sehr vielen sprechen, okay. Muss mit den allen sprechen, dann quatsch ich lieber erstmal mit denen. Beziehungsweise wir können auch eigentlich in der nächsten Folge mit denen quatschen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. We'll be right back.